die sich als Muslime bezeichnen, die haben keine Ahnung vom Islam. Das gleiche aber überhaupt mit im christlichen Bereich genau das gleiche. Die meisten, die sich als Christen bezeichnen, sind nur Namenschristen und haben keine Ahnung. Das ist das Problem, was wir von beiden Seiten haben. Und dann hast du so einen Mischmasch daraus und dann, ja, dann kommt da nur Scheiße bei raus. Das ist einfach so. Ich finde das schade, weil in amerikanischen Raum gibt es so tolle Debatten, weißt du, auch friedliche Debatten, respektvolle Debatten, wo beide Seiten wirklich gelehrte Leute sind. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Das hast du im deutschen Raum leider nicht. Ich hoffe, das kommt vielleicht irgendwann mal. Bei Herr Kika kommt ja ein bisschen was. Jetzt Ende Juni ist ja auch der Roger. Ist auch einer meiner Bibellehrer quasi. Da bin ich auch mal gespannt auf die Debatte. Ist zwar mit einem Rabbi, aber auch sehr interessant. Auch für Muslime, weil da geht es ja um die. Ja, ob der Herr Jesus angekündigt wurde im Alten Testament. Das wird ja da auch So geleugnet. sieht's aus. Wenn also der Roger Levy das beweisen kann und er kann es beweisen, dann sieht's für den Islam ganz, ganz böse aus. Ganz böse. Mir schreibt gerade einer im Chat Iman TV. Also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich verfolge das nicht. Aber das, was ich da gesehen habe, ist, mir kommt das vor, ihr schnappt euch irgendwelche Leute aus der Stadt, die da eben vorbeigehen. Haut da irgendwelche Sachen raus, obwohl derjenige überhaupt keine Ahnung hat. Und das postet ihr dann. Aber wo ist zum Beispiel die Debatte von Hamdi und Klaus? Weil ich habe ja die Kommentare gelesen. Christen wurden zerstört. Wir sind vernichtet worden. Warum postet man diese Debatte denn nicht? Ja. Ja, es ist ja so, diese Sprüche. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ich oder jemand Schreiben auch in jemanden ihren vernichtet hat. widerlegt. Einfach immer widerlegt, obwohl sie überhaupt gar nichts widerlegt haben. Was wurde denn widerlegt? Sie haben ihre eigenen Gelehrten angegriffen. Ja, das war's. Ihre eigene Schriften haben sie angegriffen. Falsch übersetzt. Das muss beachtet werden, dies muss beachtet werden, jene Sache. Ja, es dreht sich halt immer im Kreis, das ist das Problem. Und man merkt ja manchmal, wenn man mit einem Muslimen spricht, der einfach gute Fragen stellt oder einfach nur still zuhört, ohne anzugreifen, dann merkst du, okay, der sucht wirklich Gott. Weil Gott hat gesagt im Alten Testament, ich glaube Jeremia 13, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, dann findest du ihn auch. Ich kenne das, weil ich habe ihn auch jahrelang halbherzig gesucht. Ja, und dann hat er sich nicht mehr offenbart. Da habe ich auch die Bibel gelesen mit verstocktem Herzen. Da war gar nichts raus. Erst als ich am Boden zerstört war und wirklich gesucht habe und gerungen habe, gesagt, Gott, wenn du wirklich da bist, zeig dich mir. Dann habe ich Gott gefunden und davor nicht. Weil wer ihn wirklich sucht vom Herzen, der wird ihn finden. Sonst, ja, sonst kannst du es vergessen. Es ist einfach so. Dann macht man Werksgerechtigkeit und wird niemals zur Erkenntnis kommen. Jeremia 29, Ah, 29,13, ja, richtig, genau. Ich hatte jetzt so die 13 im Kopf. Stimmt, 29,13, ja. okay, ich danke dir. Du stockst gerade, ich höre dich nicht. Ja, meine Verbindung ist ein bisschen kritisch, ne? Könnt ihr mich hören? Amir, hörst du Einmal mich? lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich Danke, höre dich dich, auch, ja. mein Freund. Danke. Amir, vorhin war ein Typ bei dir, der gemeint hat, dass Papst gesagt hätte, dass wir alle einen Gott haben. Stimmt das? Ja, genau. Und was ist daran so falsch? Haben wir denn nicht alle einen Gott? Nein, Haben wir, also er hat gesagt, wir haben alle denselben Gott.
Also damit hat er Muslime, Buddhisten, Atheisten und oder wen hat er damit gemeint? Weil soweit ich weiß, gibt es ja nur einen Gott, ja? Und dieser Gott ist für uns alle Menschen da, ne? Und deswegen sehe ich an dieser Aussage nichts Falsches, weil er hat ja damit recht. Wir haben ja wirklich alle einen Gott. Es gibt ja nur einen Gott. Und das, was die anderen sich vorstellen, ist was anderes. Aber wir haben einen Gott. Oder ja, nicht? Ist der, hätte der Papst denn nicht sagen können, Leute, ihr müsst zu Jesus Christus kommen, nur in Jesus Christus habt ihr Vergebung eurer Schuld, wäre das nicht zum Herrn Jesus Christus stehen, anstatt so eine Aussage zu tätigen? Ja, aber damit da jeder, der auf der Suche ist, jeder, der anfängt zu suchen nach der Wahrheit, der findet Jesus Christus. Da muss man kein Papst sein, um Leute zum Christentum oder sonst irgendwas zu rufen. Und weißt du, was das Problem ist auch bei Papst, finde ich? Es gibt sehr viele Christen in den arabischen Ländern, weißt du ja. Ich bin selber einer davon, ne? Und da gibt es halt auch sehr viele katholische Kirchen und so Sachen, ne? Weißt du, wenn Papst etwas Falsches sagt, ja, du musst dir vorstellen, weil die Muslime, Buddhisten, die hören, was Papst sagt, ne, weil er ist, der spricht halt für alle Christen sozusagen. Und du musst dir vorstellen, wenn Papst etwas Falsches sagt, ja, gegen die Muslime oder gegen den Islam, was glaubst du, was mit den Christen, also nicht überall natürlich, aber was glaubst du, was mit den Christen passieren würde? Oder zum Beispiel, stell dir vor, jemand würde deine Videos hier auf TikTok auf Arabisch übersetzen und in den arabischen Ländern runterladen, so dass das Imam und was weiß ich was alles sehen. Was glaubst du, was mit den Christen passieren wird? Viele werden das auch falsch aufnehmen, verstehst du? Und deswegen bin ich froh einerseits, dass der Papst wirklich einerseits also irgendwo noch neutral ist und nicht auf dieser radikale Art und Weise die Muslime verurteilt. Ne? Der Papst, du hattest ja vorhin gesagt, der Papst hat keine Ahnung von der Bibel. Ja, vielleicht hat er sie nicht gelesen oder sonst irgendwas. Aber ich denke, der Papst ist einfach nur vorsichtig mit seinen Wörtern, weil alles, was er sagt, auf die Waage gelegt wird. Es ist nicht so wie bei dir, verstehst du? Du kannst ja noch vieles sagen, lachen, tun, verstehst du? Da wird man noch ein bisschen... Ja, also, ich wünschte, der Papst würde zum Herrn Jesus Christus stehen und sagen, Leute, es gibt keinen anderen Weg, als nur den Weg durch den Herrn Jesus Christus. Hey, alle Religionen fliegen auseinander. Nur Jesus Christus kann euch Vergebung eurer Schuld geben. Das wäre jemand, der ehrlich ist, anstatt die Leute Honig um den Mund zu schmieren. Da will ich nicht, dass der Papst ehrlich ist, anstatt den Leuten so anzulügen. Ja, wir glauben alle an denselben Gott. Was soll das? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sei ehrlich, steh zu Herrn Jesus. Ja, das macht er ja auch, sonst wäre er ja nicht Papst geworden oder Priester, hätte nicht studiert und hätte keine Kirche geleitet. Stell dir vor, wenn du jetzt als Muslim zum Papst gehst in die Kirche unter vier Augen oder sonst irgendwas, ja, denkst du, er würde dir nicht sagen, du kannst nur durch Jesus gerettet werden? Wenn du jetzt zu irgendeinem Priester gehst, glaubst du nicht, er wird dir sagen, Ami, nur Jesus wird dich retten? Das wird er dir doch sagen, aber in der Öffentlichkeit, in der Armee. Heutzutage, du siehst ja, dass alles gesteuert ist. Die wollen sich zu Tode tolerieren, verstehst du? Und die meisten Priester und Pastoren machen Gott nur noch so jemanden, der für die Muslime ist das der wahre Weg sozusagen. Die haben ihren Gott, die haben ihren Glauben. Die Buddhisten haben ihren Gott, ihren Glauben. Ist alles so richtig. Diese Einheitstheorie. Weißt du? So ganz komisch ist das geworden. Ja, aber du weißt doch selber, dass wir gerade... Also der Glaube wird irgendwie total korrumpiert. Ja. Ami, aber du weißt doch selber, dass wir gerade momentan übertrieben verfolgt werden. Über uns wird gehetzt, über uns gibt es so viele Verschwörungstheorien. Weißt du, also wir werden ja schon bekämpft. Sollen wir uns verteidigen? Sollen wir auch kämpfen? Sollen wir gleich sein wie die? Verstehst du, ich sag das immer so. Wenn jemand, sag ich mal, ein Penner ist, du musst doch nicht auch ein Penner sein. Verstehst du, sei ein Vorbild für ihn. Sei ein Bo
Und ich sehe das so, dass Papst jetzt gerade wirklich eher ein Vorbild für uns ist, als jemand, der versucht, seine Religion zu verändern oder sonst irgendwas. Verstehst du? Weil ich war, Ami, nur damit du mich richtig verstehst und die Leute hier unter den Kommentaren, die schreiben, ich wäre ein Muslim oder sonst irgendwas. Ja, ich komme aus islamischem Land und ich bin Gott sei Dank ein Christ, ein stolzer Christ, nicht so wie die meisten hier, die beleidigen und keine Ahnung was. Bist du Aramäer? So. Bist du Aramäer? Ich bin Assyrer. Assyrer, okay. Assyrer, ja, ja. Also ich spreche, falls die Unwissenden unter deinen Kommentaren dann nicht wissen, was Assyrer sind, kann ich gerne auch meine Sprache sprechen. Du brauchst gar nicht auf die, du brauchst nicht auf die Kommentare zu achten. Wir führen doch ein Gespräch miteinander. Ja. Hast du recht, hast du recht. Amir, guck mal, mein Bruder, ja. Ich war selber neugeboren, ja. Also guck mal, ich sag dir mal so. Ich bin als Katholik geboren, als Baby in Irak getauft worden, ja. Meine Eltern haben mir als Baby oder als Kind so Kreuz machen, ne? Die haben mir von Jesus gepredigt, aber das war nur kurze Zeit. Also ich wusste im Herzen, dass Jesus mein Herr ist, dass er Frieden ist, dass er das Licht ist. So. Und obwohl ich mich mit meiner Religion nicht auskannte, ja, ich bin irgendwann nach Deutschland gekommen, ne? Und ich sehe halt auch muslimisch aus und viele muslimische Freunde hatte ich, verstehst du? Und die haben gegen Jesus gesprochen. Obwohl ich nicht die Bibel gelesen habe, habe ich Jesus bis zum Blut verteidigt. Verstehst du? Ja? Keiner dürfte in meiner Gegenwart sozusagen schlecht über Jesus reden. Verstehst du? Also, weil ich kannte ja auch den Islam. Verstehst du? Also so, für mich war es eher so, ich beurteile eher die Leute nach ihren Taten, verstehst du, und nicht das, was sie sagen oder sonst irgendwas. Und wenn ich sehe, die islamischen Länder sind, ich will jetzt nicht über Islam. So, Ami, vor vier Jahren habe ich dann angefangen, die Videos zu schauen, ja, von den ganzen Predigern, von den Neugeborenen sozusagen, verstehst du, Werner Giet und keine Ahnung, was nicht alles, auch Debatten, ja. Das war wirklich schön, ja. Ich habe sehr viel von diesen Leuten gelernt, ja. Auch von dir, ja. So. Ich bin dann auch sozusagen so neugeboren sozusagen, ja, also so geworden. Ich bin auch, so wie du gesagt hast, auf die Knie gegangen, ja, und habe einfach die Wahrheit erkannt, ja, die Wahrheit, dass Jesus Christus unser Herr ist, ja, dass er das Licht und der Frieden ist, ja. So. Aber Ami, in mir hat sich nichts verändert. Weißt du, ich war immer noch der gleiche Sünder. Weißt du, wie ich das meine? Also ich habe immer noch die gleichen Sünden gemacht wie davor. Ich bin teilweise auch aggressiver geworden. Ja, ich habe meine Mutter, meine Geschwister verurteilt. Weißt du, weil die nicht so sind jetzt wie ich. Weißt du, wie ich das meine? Jeden kleinen Fehler habe ich gesehen und dann sie hat dann auch deswegen angemacht. Verstehst du? Und das hat keinen Spaß gemacht, verstehst du? Ich hab selber gemerkt, ich bin voll aggro geworden, ja? Ich versuche was zu... Bitte? Hörst du mich, Amir? Ah, schade, du hast keinen Empfang, ne? Schade, ich wollte dir das noch zu Ende erzählen, Amir. Können die anderen mich hören? Das klingt doch an.